Halbfinale. Wer schafft den Sprung ins Finale der EM 2024? Noch träumen beide, noch hoffen beide. Spannend wird's. Das Halbfinale der EM live. Liebe Fußballfans, willkommen zum Halbfinale der EM 2024. Mein Name ist Wolf Fuß und zusammen mit dem geschätzten Kollegen Frank Buschmann werde ich dieses Spiel heute für Sie zu Hause kommentieren. Spanien gegen Georgien. Halbfinale bei der EM 2024. Jetzt muss eine Topleistung her, denn es steht so viel auf dem Spiel. Ich glaube, beide sind natürlich auch ein Stück nervös. Geht ja gar nicht anders. Jetzt die Chance. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Chance hier 1:0 in Führung zu gehen. Delva passt. Nochmal dieser Elfmeter. Ja, bleibt einfach stehen, hofft auf einen Ball in die Mitte, aber die Hoffnung wird dann eben nicht erfüllt. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Cucurella. Er spielt den Ball raus. Spiel geht weiter. Es gibt Vorteil für Spanien. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Da ist die Chance. Klasse reagiert hier vom Torhüter. Hellwach und er hat den Freistoß. Muss Ecke geben. Ecke kommt lang. Sie können sich nach dieser Ecke befreien. Kakabatze. Am Ball jetzt Kwicha Kvaratskhelia. Ah, da geht er vorbei. Gut verteidigt. Fabian. Da haben wir Morata. Angriff kommt über Morata. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Am Ball jetzt Kwicha Kvaratskhelia. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Da gewinnt er den Zweikampf. Rodrigo. Wird's jetzt gefährlich? Flanke kommt in die Mitte. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Der Ball geht ins Aus und damit die Chance auf ein weiteres Tor. Ecke in die Mitte. Da passt er auf und kann klären.
Da geht er vorbei. Zieht gut zurück. Jetzt kann das Tor fallen. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Fabian. Die Riesenchance, die Führung auszubauen, aber der Keeper ist da, verhindert den Treffer, macht sich breit. War natürlich super, wie er das gemacht hat. Balleroberung. Fabian. Sie haben Platz. Kwicha Kwaratskhelia ist das. Der Schuss jetzt. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Da passt er auf. Fabian. Ball läuft gut bei den Spaniern. Zurückgespielt. Das war nix. Der Schuss geht deutlich drüber. Er kann es nicht fassen. Das war die Riesengelegenheit zum Ausgleich. Sie können sie nicht nutzen. Das ist frustrierend. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Zur Pause sind die Fans hier alles andere als zufrieden. Tja, Wolf, und das liegt vor allem an diesem Elfmeter. Da fühlten sie sich benachteiligt. Aber ich muss sagen, das war eine absolut korrekte Entscheidung. Sie haben noch 45 Minuten, das Ding zu drehen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Gefährlich. Keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Da muss er runter. Und der Freistoß könnte auch noch richtig gefährlich werden. Es wird eine Auswechslung geben. Block ist da, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Er steht einfach immer richtig. Auch hier blockt er ab. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Jetzt können sie kontern. Freistoß Spanien. Beim nächsten Mal gibt's Geld, sagt der Schiri, unmissverständlich. Jetzt muss er seine Spielweise überdenken. Nacho Fernandes. Merino. Jetzt der Ballverlust hier. Auf außen ist Platz. Gute Aktion, da kommt der Ball. Er geht dazwischen. Fernandes. Cucurella. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Jetzt kommt der Wechsel. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Pedri ist das. Morata. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Sie können kontern. Mikau Tatze spielt den Ball steil. Den Schuss hält der Torwart. Gute Gelegenheit, und das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. So, sie werden nun also wechseln.
Ecke ins Zentrum. Den Ball kann er klären. Ich glaube, aus der Distanz wird das dann doch eher nichts. Morata. Kawachalamann. Am Ball jetzt Rodri. Fernandes. Vorteil, sagt der Unparteiische. Weiter die Spanier. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Das gibt jetzt die Verwarnung. Folgerichtig, würde ich sagen. Ganz genau. Der Schiedsrichter war vorhin bei ihm und hat ihm das auch klar gemacht, dass es beim nächsten Foul gelb gibt. Und dann muss er das natürlich durchziehen. Da kann er erst mal klären. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Merino. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen. Aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her. Sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Vielleicht können sie bei diesem Angriff hier jetzt gefährlich werden. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Wir sehen den Wechsel. Naja, kein guter Ball. Da hat nicht viel gefehlt. Er vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, da kann er jetzt aber erstmal kräftig durchatmen. Spanien jetzt mit dem Ball gewinnen. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Er hat den Ball. Gute Aktion. Merino. Man spürt, die Spanier wollen den späten Ausgleich. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Sie suchen die Lücke. Spielt diesen Ball zurück. Gute Aktion, spielt raus. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Es gibt einen Wechsel. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Vorteil Spanien. Merino. Jetzt gibt er Freistoß. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Das ist gelb. Da können Sie klären. Da kommt der Schlusspfiff und damit haben sie es geschafft. Sie stehen im Finale der EM 2024. Also, dass sie jetzt im Finale sind, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist schon eine Überraschung. Aber so schnell kann es eben gehen. Sie treten unbekümmert auf. Favorit, Außenseiter, alles egal. Und jetzt glaube ich, dass sie vielleicht sogar das Finale gewinnen können. Es wäre natürlich eine Sensation.